Man kann es einfach laufen lassen. Also nicht ohne, sondern da oben die Schlapper. Können wir direkt die Waffe in den Mülleimer schmeißen, Jungs? Oh, Granate! Er dachte einfach. Nee. So nicht. So nicht, mein Freund. Heute nicht. Not on my watch. Und so weiter und so fort. Guten Tag, Herr Maniac. Ich habe gehört, Sie sind ein Hurensohn, wie er im Buche steht. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab? Junge. Oh, fuck. Hallo, Monsieur. Ich habe einen... In the Kopf, aha, Cheater, okay. Willkommen zu dieser wunderbaren Runde CS:GO. Ich muss mal eben kurz einen Header verteilen. Oh, schade. Ja, er knifet die, ne? Wenn ich ihn knifen will, werde ich gebumst. Ja, ja. Natürlich. Klar. Oh, da verteilt er den Killer. Da verteilt er den Warm-Up. Waffen ablegen hier oben in den Brunnen. Hello, Team. Maniac, super. Die Kraft der Seele. Uns hat niemand irgendwas angesagt. Ich werde das einfach mal hier oben stayen. Und möglicherweise Nays machen. Ja, muss ja auch mal. Oh, was? Na, die erste Runde ging ja jetzt fix. Das passt mir gerade. Es ist jetzt schon 13.41 Uhr. Um 17 Uhr soll das Video ja jeden Tag online kommen und wahrscheinlich wird das etwas knapp. Das Wochenende ist übrigens Big Rollin bei mir. Wir machen so ein bisschen rappen, ein bisschen chillen, ein bisschen zocken. Vielleicht machen wir einen kleinen Stream. Er wird freitags kommen und samstags wieder abreisen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da möglicherweise von Freitag auf Samstag eine Kleinigkeit kommt. Woo! Es macht so Spaß, wenn es läuft, ne? Oh, Triple Kill, Mofogel. Also nicht wirklich Triple Kill, aber ich habe die Runde 3 Kills gemacht, ne? Habe ich etwa ein Zauberspiel gefunden hier mit Nappel? Das war früher bei COD immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob hier einige aktive COD-Zuschauer von damals da sind. Also nicht COD-Zuschauer bei mir, sondern einfach Menschen, die viel COD geschaut haben. COD hat ja früher eine sehr große Community gehabt. COD-YouTuber sind aus dem Boden geschossen und es lief einfach gut. Na, fuck. Nein. Doch, die lief. Die ist reingeflogen. Oh, scheiße, ich bin Flash, bin Flash. Es war eine sehr große Community. Big One hat damals ja auch gesagt, er macht einen neuen Kanal. Speziell eigentlich deswegen, weil er ausschließlich COD machen wollte. Und der Kanal hier halt zu gemischt war für ihn. Also wir haben halt viel gemacht. Wir haben Borderlands gehabt, Minecraft und hin und her. Und er wollte was Eigenes, COD. Und das war halt nie so meins. Naja, Lirum Larum. Es war wirklich krass, wie schnell und gut es ging. Aber dann ist es irgendwann eingebrochen. Also er war dann auch inaktiv und konnte den Schwung nicht mehr so richtig krass nutzen. Aber COD ist an sich eingebrochen. Das hat er auch vor kurzem in einem Video von sich erwähnt, dass die ganzen COD-YouTuber jetzt so Lifestyle machen. Die haben festgestellt, dass es eben nicht mehr so gut lief. Und mit Lifestyle kann man halt dann doch sehr, sehr viel Zuschauer abgreifen. Also wirklich extrem viel. Es gibt ja dann einige, die Schuhe vorstellen. Worauf ich jetzt hinaus wollte mit dieser Luck-Lobby. Damals war es ja immer eine große Sache mit diesen Nuklears. Man wollte immer diese Nuklears spielen. Oder halt in jedem Spiel hieß es anders. Chemstrike und Lirum Larum, ne? Wo man irgendwie 25 oder 30 oder 35 Kills macht, ohne zu sterben. Es war so gut wie unmöglich, das irgendwie zu schaffen in normalen Lobbys, weil es da immer Schwitzer gab, die einen zerstört haben. Die großen YouTuber haben es irgendwie geschafft, in so Kack-Lobbys reinzugehen. Weil wenn man sich die Videos anschaut, das ist so, als wenn die gegen Bots spielen würden. Also so war es zumindest immer. Wollte und ich haben die immer aufs Schärfste verurteilt, weil wir es selbst versucht haben und einfach Leute hatten, die sich totgeschwitzt haben. Also in der Lobby, die sind abgegangen, es war abnormal. Ihr kennt sicherlich den Ausdruck schwitzen, ne? Also getryhardet haben, ne? Die einfach bis an ihre Grenzen gegangen sind, um auch eine DNA oder sowas zu bekommen. Und wenn man dann bei den Großen geschaut hat, die haben gegen Leute gespielt, die sich manchmal gar nicht bewegt haben. Da gab es auch viele Verschwörungstheorien von wegen, die haben spezielle Lobbys und hin und her oder die haben halt die Zeit, weil sie YouTube hauptberuflich machen und die können einfach 100 Lobbys abwarten, bis mal eine gute kommt. Und das war bei uns halt auch immer so. Ein, zweimal hatten wir auch eine Noob-Lobby, wie man es halt immer mal hat. Ne? Man hat immer mal wieder Noob-Gegner am Start, klar. Und das war dann halt die Nuklearzeit oder die DNA-Zeit oder die Chemstrike-Zeit, wo du einfach den Scheiß rausgekloppt hast. Und mir kommt es oder kam es bis eben so vor, bis ich einen Headshot gefressen habe, dass das hier auch eine Noob-Lobby ist. Nicht aufgrund ihrer Kills oder jetzt des Punktestands, sondern einfach wie sie spielen. One short, be short, attention. Nice. Warum ist Ping? Wow! Scheiße. Ich habe 1 HP gehabt. Die Nate hat mich sowas von runtergedödelt. Schade, dass die 2 sofort verreckt sind auf B, aber sie haben scheinbar nichts zugehört. Ich sag, auf Short ist einer und... Whatever. Aber immerhin hat einer was gesagt gerade eben. Und jetzt schreibt hier auch jemand, dass wir eine Eco machen sollen. Das ist ja schon mal was. Ja, das war früher immer cool, wenn man dann eine Noob-Lobby hatte, in der man dann richtig was reißen konnte. Und speziell für YouTube war es halt einfach so wichtig, ne? Wenn du gut warst. Das waren zumindest noch die Zeiten, da konntest du mit Skill halt was machen. Man kann das heutzutage immer noch machen. Auch auf Twitch, da man da ja speziell auf Skill sortieren kann. Aber so an sich, YouTube und Twitch ist natürlich also vor allem auf YouTube, ist der Faktor Skill so gesunken, also Skill im Spiel, dass es gab so viele Gameplayer-Spieler damals, ne? Die richtig groß geworden sind, weil sie triple 1100 Wurst-Nukleas rausgehauen haben. Aber der Kommentator, der da drüber kommentiert hat, das war der Star. Die Gameplayer-Spieler konnten nichts mehr reißen alleine, weil ein Gameplay an sich ja eh stinklangweilig ist. Und jemand, der nicht kommentieren kann, beziehungsweise nicht entertainen kann, hat auch keinen Wert zu schauen. Manche Leute schauen sich dennoch gerne so Pro-Gameplays an, klar. Aber dann ist es wiederum meist so, dass sie sich richtige Pro-Gameplays angucken. Also richtige, ne? Wenn man sich wirklich für den E-Sport interessiert, schaut man sich ja eher Ligaspieler an, wie es irgendwelche Pub-Stumper oder wie das damals hieß, die halt Public-Leute zerstampfen. Die hatten natürlich trotzdem ihre Zuschauer. Aber es
ist halt immer weiter gesunken. Und ich meine, man merkt es natürlich optimal. Leute, habt ihr jetzt reingeforst, ja. Man merkt an mir, ich meine, CSGO-technisch bin ich jetzt wirklich nicht der Stärkste oder an sich, ne, in den, die... Was macht er denn? Er leckt übelst. Ich spiele es ja so im Spaß und mit viel Wurst drauf. Und trotzdem habe ich Zuschauer und hin und her, ne? Und live dasselbe. Ich wurde gestern gekickt. Gut, ich wurde gekickt, weil ich nicht surrendern wollte. Mein Team wollte surrendern und ich war der Einzige, der nicht surrendern wollte. Aber die Art der Menschen ist immer wichtiger geworden, der Charakter. Da haben dann viele Gameplayer-Spieler natürlich, waren dann voll pissig, ne? Und haben gesagt, ey, fuck. One be short. Ja, viele Gameplayer-Spieler sind dann ultra pissig geworden, haben halt gesagt, dass es scheiße ist und aber dafür kann der Kommentator natürlich genauso wenig wie der Gameplayer-Spieler, sondern es ist einfach die Nachfrage, die den Ton angibt. Und die Leute identifizieren sich nun mal gerne immer mehr mit den YouTubern, mit den Streamern und hin und her oder haben das damals immer mehr gemacht. Und COD ist damit fast komplett ausgestorben. Also nicht ausgestorben, dass es jetzt gar nicht mehr gäbe. Aber wenn man an die Szene denkt, die es früher eben gab und dann heute das so vergleicht, also vor allem Wallen hat da halt schon starke Vergleiche gezogen, weil er ja früher, wie gesagt, sehr stark involviert war. Da merkt man halt, dass es wirklich gestorben ist. Stark. Ja, Bitch! What the fuck? Oh, what the fuck, green, nice. Ich hoffe, dass es, die salten sich nicht schon wieder an. Oh, ich hab gefailt, ich hätte nicht gucken dürfen. Jetzt geben sie es uns aber richtig gerade. Holla die Waldfee. Ich ziehe das mit dieser Noob-Lobby sofort zurück und behaupte das Gegenteil. Ich glaube, wir haben hier Pech gehabt. Beziehungsweise wir sind die Noobs. Aber ich habe immer einen Stern, okay? Mit Stern kann man voll viel auf sich halten, weißt? Das ist so wie gut sein, nur von hinten. Jetzt sind wir auch besser aufgestellt. Eben stand niemand auf B von uns. Das war ein bisschen zirkig. Oh, gelb pimmelt ab da vorne im Connector. Ich schieb mal rüber. Ich denke nicht, dass die jetzt B kommen. Jetzt stehen die ja fast zu dritt auf B. Ja, die stehen zu dritt eigentlich auf B, meine Mates. Ich schau. Zum Tegepisse. Ha, Snitch! Hey, long up. Ach komm! Ja, nice. Soll ich die Orb jetzt mitnehmen? Nachher spielt die keiner von uns. Das ist scheiße, wenn die gar nichts sagen. Ja, das ist richtig kacke. Dann trifft man irgendeine Entscheidung und pickt eine Waffe, die dann doch keiner will. Und dann hat man eine Orb am Start, obwohl man für Ding... Wohl, eine Orb auf meiner Rosi wäre eigentlich optimal gewesen. Was habe ich gemacht? Nein! Give me please the Orb back. I need the Orb. Soul Power. Give me the Orb. Und dann einfach anneifen die Leute, wenn sie die Waffen nicht geben. So wie es Hurensöhne machen. Ja, es läuft auch jetzt schon mal ein bisschen besser als gestern. Aber gestern war auch der Wurm drin. Unglaublich, wie der Stream gelaufen ist. Also, es war wieder edel mit euch. Auf jeden Fall. Nichts. Ich kann mich nicht beklagen. Aber der Stream, die Technik und sowas, wie ich einfach mein Mikrofon nicht drin hatte. Ich habe die erste Minute gelabert und ihr habt mich gar nicht gehört. Also als Chest. Mann, das war echt peinlich. Flasht er mich, der Mate. Hey, Bombe ist down, da vorne auf Short. Vielleicht kann ich da schnell hingehen. Gelb hält die Bombe. Er hält, was er verspricht. Nice, Jungs. Können wir direkt die Waffe in den Mülleimer schmeißen, Jungs? Oh. Ja, das waren damals noch Zeiten mit COD und sowas. Hat schon Spaß gemacht irgendwie. Also COD war immer für so eine gute Runde zwischendurch auf jeden Fall sehr nice, aber mich hat das so schnell geraged immer, das Spiel. Für die Art, wie ich kommentiere, ist es fast das perfekte Spiel. Weil man in dem Spiel, wenn man jetzt irgendwie Team Deathmatch spielt, man kann es einfach laufen lassen. Also nicht ohne, sondern da oben die Schlabber. Das passt dazu irgendwie, weil das Spiel auch immer weitergeht. Du stirbst und bist sofort wieder da. Aber alles in allem war es dann doch eher nicht so mein Spiel. Aber es war mir schon immer einfach zu durcheinander, COD. Durcheinander aufgrund meiner eigenen Unwissenheit. Big Wallen zum Beispiel, der war da so ein Profi oder ist da nach wie vor wahrscheinlich noch so ein Profi drin. Er hat die ganzen Dinger im Blick gehabt. Wisst ihr, die... Scheiße, was mache ich? 6 HP left. Er hat den Spawn-Flip immer im Auge gehabt. Er wusste, wann, wo, wer, wie spawnen kann. Bei ihm waren so gut wie niemand im Rücken. Wir haben das letztens ein paar Mal gehabt mit GeForce. GeForce, du hast ein paar Mal bei Battle Royale gesagt, das ist voll kacke. Man braucht so viel Luck, dass von hinten nicht noch einer kommt. Genauso habe ich es bei COD halt immer gesehen. Du läufst rum und auf einmal kommt jemand von irgendwo, weil er neben dir spawnt. Aber so an sich, bei beiden Sachen ist es, wenn man es perfekt, also wenn man es perfektioniert hat, dann ist es natürlich Skill. Abwägen, wo, was, wie und warum, Gehör und hin und her. Wenn man es halt nur ein bisschen spielt, dann kommt es einem auf jeden Fall wie Luck vor. Und das war bei mir bei COD zu 100% der Fall. Ich habe mich einfach so pechbehaftet gefühlt und die anderen ständig als Lacker bezeichnet, weil sie halt in mir drin gespawnt sind. Und Wallen hat es halt einfach voll drauf gehabt mit dem Spawnflip und die Sachen im Auge behalten und so. Das, ja. Aber da habe ich halt auch einfach zu wenig gespielt, um das zu können. Granate! Oh, die Mates haben schon zwei geklatscht, habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr schön, Jungs! Und Heulitz. Mein HP left. Guckt euch das an, wie unlucky ich bin. Ich gebe ihm einen Header mit der M4 und er hat einfach noch 9 HP left. You're nice flash, man. Very nice. Da ist ja einer, wo ist denn der Mate hinter mir? Sag mal, will der mich ficken oder was? Guck mal, ich hab 3 Leute angefragt. Jedem ungefähr half HP gegeben. Und dann machen die Jungs sowas draus, ne? Das ist scheiße, dass die nicht callen, von wegen, ich bin down auf Short, pass auf oder so. Oder zumindest Short One. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Komm, was soll der Geiz? Ich hab mir einfach die Monkey Killer, mit der habe ich gestern so ein bisschen gedrückt. Wir haben nachts noch eine Runde gezockt. Und ja, ich war schon ziemlich pro home. Gut. Oh, komm, was habe ich ihm gegeben? 78 und 77, was? Das ist doch scheiße, ich habe heute so Pech, die wären beide down gewesen. Wenn doch ein Mate vielleicht mit draufgeschossen hätte, der hier oben vielleicht, der Maniac, der hätte so optimalen Blick gehabt. So, da kam der erste Assist, wo bleibt der zweite? Die planten übrigens, Leute, hallo? So, ich habe auch noch ein Half-Spiel gemacht, sehr schön. Der letzte kackt wahrscheinlich gerade, ihr könnt diffusen. Hinter dir, oh Gott.
dass sie das nicht hören. Ich habe schon 6 Assists. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Nobody did this, nobody did. Warum bin ich einer auf B? Was soll das? Ah, sehr gut, bra. Da ist er ja. Beziehungsweise eben. Oh, Snitch. Nice! Zum Glück bin ich dem jetzt nicht irgendwie dumm reingerannt. So beim Weglaufen. Wisst ihr, einfach in den Rücken geschossen bekommen oder sowas. Was habt ihr vor, Buben? Keiner sagt was. Gut. Also gewinnen, nehme ich an. Die Standard-Ausrede der Tees. Oh, Mann, Mann, Mann. Mit der Splashy hau ich einfach so brutal rein. Das gibt's nicht. Jungs, da steht doch einer! Seid ihr blind? Also, ich weiß auch nicht. Manchmal spielen die ganz merkwürdig, meine Mates. Als würden sie echt nicht sehen. Gut, ich habe leicht reden, weil ich halt gerade geguckt habe und den gesehen habe. Wisst ihr, was ich meine? Aber trotzdem finde ich nicht gut, was die treiben. Hall an den Speck, hopp jetzt. Scheißen Dreck, ey. What? Da steht er einfach und will mich knifen. Weißt du, wenn die Bombe hochgeht, ich nur noch auf ein Spiel habe, dann pimmelt er mich weg. Nett mit mir. Oh. Er dachte einfach. Nee. So nicht. So nicht, mein Freund. Heute nicht. Not on my watch. Und so weiter und so fort. Ich habe gesehen, dass euch GTA sehr, sehr gut gefällt. Es kommt zwar noch nicht so gut an wie CSGO, aber ich denke, da wird was ganz Großes draus. Bezüglich der ständigen Frage, wann Videos und warum gerade das und hin und her. Diesen Kanal gibt es schon seit 4 Jahren. Ich habe schon sehr viele Hauptprogramme gehabt und wechsle auch immer mal wieder, je nachdem, wie ich eben lustig bin, beziehungsweise wie ihr lustig seid. Ich merke, dass euch CSGO sehr, 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 sehr gut gefällt. Deswegen werde ich natürlich CSGO so schnell nicht runterdrehen oder so. Aktuelle Projekte, einfach, dass ihr die Übersicht habt, sind CSGO. Da gibt es verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Matchmaking, Overwatches und Giveaways. Das sind meine CSGO-Projekte. Die Dummdödel-Challenge ist im Moment so eine Sache, weil ich oftmals nicht weiß, was genau ich als Strafe machen soll. Und ich will halt nichts Zeit... Orange! Der hat den scheinbar nicht gesehen. Fail. Ultra-Fail, ne? Dann läuft ja noch Hector. Nach Hector kommt dann Resident Evil und GTA. Was habe ich noch aktiv am Laufen? LOL, werde ich demnächst wieder bringen. Das sind ja schon einige Projekte. Es gibt halt einfach nur 7 Tage die Woche. Aber an und für sich, worauf ich hinaus will, ist, dass das meine Projekte sind und dass die immer so wälzen werden. Manchmal lade ich 2 Tage kein CSGO hoch und die Leute fragen, warum ich mit CSGO aufgehört habe. Man sagt zwar immer, es gäbe keine dummen Fragen, aber das sind wirklich dumme Fragen, meine Damen und Herren. Nur, dass ihr halt einfach Bescheid wisst und euch nicht jedes Mal einscheißt, wenn da mal 2 Tage kein CSGO kommt. Mir schreiben manche, es wäre schön, wenn du mal wieder mehr CSGO bringen würdest. Wenn ich davor 3 Wochen am Stück CSGO bringe und einen Tag was anderes, dann heißt es, schade, dass du mit CSGO aufgehört hast. What? Wollte ich nur mal loswerden. Ich denke, die Leute, die sich angesprochen fühlen, fühlen sich direkt angesprochen. Guck mal, der Maniac wird ihn beleidigt. Was für ein räudiges Stück Scheiße. Guten Tag, Herr Maniac. Ich habe gehört, Sie sind ein Hurensohn, wie er im Buche steht. Es ist wirklich schlimm, mit Söhnen zu spielen, deren Mütter halt scheinbar so brutal, also wirklich 30, 40 in der Stunde durchziehen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ach komm! Mate! Oh je, wo haben wir den kleinen Hurensohn? Wo läuft er da vorne? Maniac! Man kennt ihn, man hört ihn, man kann seine Mutter sogar riechen. Delicious! Na, wie sieht's aus, Maniac? Was machst du jetzt, hä? Du kleiner Kacknoob. Nicht viel, ne? Klar, wenn die Mutter so brutal, also wirklich so enorm anschafft, dann ist man sicherlich als Kind auch davon gezeichnet. Deswegen will ich ihn jetzt eigentlich auch gar nicht so arg fertig machen, weil ich kann das an seiner Spielweise sehen, dass sein Vater höchstwahrscheinlich auch anschafft. Und das ist halt echt hart. Wenn beide Eltern anschaffen, ne? Dann muss man wirklich sehr, sehr salty sein. Und er hat Saltiness für eine ganze Familie. Vater, Mutter, Oma, seine Kinder, wenn er welche hat, sind höchstwahrscheinlich auch ziemlich brutal dabei. Aber gut, solche Familien braucht man halt auch. Ist ja noch ein bisschen mein Feuer gelaufen. 2-1. Oh, peinlich. Ich hätte es vorher früher werfen sollen. Ich habe ihn ja schon und gehört, wie er da hochgeschlappt ist, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin noch so fasziniert von Maniacs Familie. Maniacs Anschaffungswurzeln gehen tatsächlich auf ein Datum zurück, das man bis dato noch nicht datieren konnte, meine Damen und Herren. Man hat Vorfahren von ihm gesehen, die auf der Titanic angeschafft haben. Man hat Vorfahren von ihm auf Wandmalereien in Höhlen gesehen, die in Höhlen angeschafft haben. Seine Familie geht tatsächlich auf einen langen Anschaffungsbaum zurück. Aber jetzt mal zurück zum Spiel, Jungs. Ich sehe, wir gewinnen doch noch. Das ist schön. Freut mich doch sehr, ne? Du bleibst schon da oben stehen, Junge. Ah, Maniac! Ah, guck mal, wie er da oben anschafft. Abnormal. Was macht er jetzt, der Maniac? Klar, anschaffen, ist logisch. Letzte Runde, letztes Mal Glück. So, wir blenden mal genüsslich und dann werde ich mich schön auf Belong hier verstecken. Da oben ist er ja schon. Fuck. Fuck.
Der beste Spieler der Welt, Alter. Hey? Was, ich war nur in der Mitte. Es ist jetzt gleich 3:30. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch schnell schnippeln. Also es wird nie im Leben bis 5 fertig, aber 6 oder 6:30 sollte doch dann irgendwie passen. Falls ihr auch mal COD gespielt habt, beziehungsweise eben zu dieser Zuschauerschaft gehört habt, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, wie ihr das seht mit der aktuellen Lage von COD. Und was ihr zu Maniac sagt. Wir sehen uns dann morgen beim Livestream, beziehungsweise vor dem Livestream im Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und so, ich muss mal auf mein Handy gucken. Aha, gut, gut. Okay, gut, gut. Bin ich einverstanden. Gut. Alla.